Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zukunftsstudium. Heute spreche ich mit Frau Yildiz. Hallo Frau Yildiz. Hallo Frau Großmann. Wie geht's heute Morgen? Ganz gut, danke. Wie geht's Ihnen? Ja, alles super, alles gut. Erzählen Sie mal, wie ist das, wenn Sie jetzt jungen Menschen was raten würden, die jetzt einen Beruf suchen, ein Studium, was würden Sie denen mitgeben? Also man sollte, bevor man sich irgendwie für einen Studiengang entscheidet, erstmal wirklich überlegen, wo sind meine Stärken und wo sind meine Schwächen erstmal. Also im Sinne von, kann ich mehr rechnen, kann ich mehr auswendig lernen? Auch jetzt, ob man wirklich studieren möchte oder doch lieber eine Ausbildung macht, ist ja auch wichtig. Ob man mehr so noch zur Schule gehen möchte und mehr dieses Theoretische oder ob man wirklich auch mal selber anpacken möchte und auch in der Praxis lernen möchte. Und dann sollte man sich natürlich überlegen, ja, was liegt mir denn oder was möchte ich später werden? In welche Richtung soll es gehen? Und dementsprechend sollte man sich entscheiden. Oder man macht sich eine Vorteile-Nachteile-Liste einfach, wo man schaut, okay, jetzt für jeden Studiengang explizit und dann kann man, denke ich, besser entscheiden. So habe ich es auch damals gemacht mit meiner Schwester. Und ganz wichtig, man sollte sich auch aus seinem Umfeld irgendwie Tipps nochmal holen. Zum Beispiel, ich habe mich sehr von meiner älteren Schwester leiten lassen. Die hat ja auch ihren Maschinenbau-Bachelor gemacht. Onkels von mir haben auch das Ingenieurwesen studiert. Da habe ich mich auf jeden Fall informiert und auch die haben mich alle ein bisschen so in diese Richtung gezogen. Okay, das klingt super. Kurzer Schwenk zum Thema Frauen und Technik. Was sagen Sie dazu? Ich finde es geil. Also man erwartet es jetzt allgemein nicht von Frauen. Also es ist ja dieses Klischee, Frauen verstehen nichts von Technik oder Frauen gehören in die Küche und so ein Zeug. Aber heutzutage, ich meine, wir leben in so einer modernen Welt. Warum sollte die Frau nicht in einen technischen Beruf einschlagen? Frauen sind nicht dümmer als Männer. Und ich glaube, wir können das sogar teils auch besser. Und gerade so in der Automobilbranche und sowas. Also ich persönlich als Frau, ich interessiere mich extrem für sowas. Und da könnte jetzt keiner kommen und sagen, nee, du gehörst nicht in den Beruf oder sowas. Das sind irgendwelche Klischees, die einfach nicht stimmen und Vorurteile mehr nicht. Also Mädels geht in die Industrie. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Cool, da gibt es auch gutes Geld zu verdienen, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, das war auch so ein Anreiz so von meiner Schwester vor allem. Also da sollte man sich jetzt nicht irgendwie einreden, hey, ich bin eine Frau, ob ein technischer Studiengang was für mich ist, sondern es einfach durchziehen, wenn man dieses Interesse hat und wenn man das auch möchte, dann sollte das einem, dieser Gedanke ist sogar gar nicht der Rede wert. Einfach durchziehen und machen, weil es gibt genug Frauen, die aktuell in diesen Berufen sind. Und es auch sehr gut machen. Super. Frau Yildiz, das ist das perfekte Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie Zeit gehabt haben. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen bei der Entscheidung, wie es weitergeht. Alles klar, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich sage Tschüss in die Runde. Tschüss. Ich danke Ihnen auch. Tschüss.